Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit ist eine Prüfung, die wir im Rahmen der Genehmigung nachweisen und ablegen müssen. Was in den letzten Wochen beispielsweise noch abgelaufen ist, sind diverse mechanische Prüfungen der einzelnen Fahrzeugkomponenten, in denen wir eben die mechanische Belastbarkeit auch über einen gewissen Zeitraum gewährleisten müssen. Wir haben einen E-Scooter zur EMV-Prüfung und die Grundlage, auf der wir prüfen, ist eine spezielle Regelung oder Norm, die für dieses Fahrzeug angewendet wird. Unter EMV versteht man elektromagnetische Verträglichkeit. Das heißt, wir bewerten, wie ein Gerät sich in seiner Umwelt verhält und betrachten dabei die Störaussendung. Das heißt, wir schauen uns an, welche elektromagnetischen Wellen das Gerät aussendet und wir bewerten, inwieweit es sich selbst von anderen Geräten stören lässt. Die Prüfung der EMV müssen in speziellen Räumen erfolgen. Dazu ist es notwendig, dass der Raum geschirmt ist. Das heißt, es dürfen keine Störungen von außen eindringen in den Raum, um das Messergebnis nicht zu verfälschen. Diese spitzen Dinge sind Pyramidenabsorber und die sorgen dafür, dass sich elektromagnetische Wellen nicht von den Wänden, von der Decke des Raumes reflektiert werden und somit keine Verfälschung des Messergebnisses eintritt. Es sind relativ komplexe Aufbauten, die gemacht werden müssen und der E-Scooter muss auch in verschiedene Betriebsarten versetzt werden. Zum Beispiel müssen wir den E-Scooter im Fahrbetrieb betreiben, als auch im Stillstand und überprüfen dabei entsprechende Parameter, überwachen seine Geschwindigkeit, schauen uns an, ob andere Komponenten am Fahrzeug einwandfrei funktionieren. Die Prüfung des E-Scooters ist erfolgreich verlaufen. Das Ergebnis ist positiv und das VDE-Prüfinstitut wird einen positiven Prüfbericht ausstellen. Und jetzt gehen wir in großen Schritten in Richtung Einzelgenehmigung der ersten Vorserienfahrzeuge, können die also in den nächsten Wochen wirklich auf der Straße einsetzen. Wir rechnen damit, dass wir gegen Ende des Jahres mit der Montage beginnen können, sodass wir die ersten Fahrzeuge Anfang 2020 auch ausliefern können.